Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Jüdinnen und Juden in unserem gemeinsamen Land sich nicht mehr sicher fühlen und furchtbare antisemitische Parolen in den Straßen hallen, dann besteht ein klarer Handlungsauftrag des wehrhaften Staates. Es genügt eben nicht mehr, allein antisemitische Straftaten mit vehementen Worten zu verurteilen und auf die bestehende Rechtslage zu verweisen, sondern wir müssen zum Schutz jüdischen Lebens diese Rechtslage nachschärfen, damit der Rechtsstaat handlungsfähig bleibt. Das beginnt mit dem Staatsangehörigkeits- und dem Ausländerrecht. Unser Staat kann selbst entscheiden, wer Staatsbürger wird und unser Land wieder verlassen wird, muss. Und wir werden die rechtlichen Instrumentarien nachschärfen müssen, weil wir nicht tolerieren wollen, dass Menschen eingebürgert werden, die wegen antisemitischer Straftaten verurteilt sind. Wir wollen nicht, dass Menschen Deutsche werden, die das Existenzrecht Israels leugnen. Wir wollen keine Antisemiten zu Staatsbürgern machen. Das muss man im Ausländerrecht verankern. Und da geht auch meine Bitte an die Ampel. Das Staatsbürgerschaftsrecht begründet das Staatsvolk. Und gerade in dieser Situation wäre es falsch, noch vor Weihnachten eine grundlegende Reform des Staatsbürgerschaftsrechts durchzuführen. Lassen Sie uns das gemeinsam in Ruhe angehen. Wir müssen auch im Strafrecht nachschärfen. Ja, in den vergangenen Jahren wurde der § 46, die Frage der Strafzumessung, bereits geregelt, indem antisemitische Straftaten strafschärfend wirken. Aber das genügt nicht. Wir brauchen eine Nachbesserung bei der Volksverhetzung, weil Aufrufe zur Beseitigung Israels von diesem Straftatbestand nicht umfasst sind. Und wir brauchen auch einen besonders schweren Fall, damit wir auch den Demonstrationen künftig dem Rechtsstaat entgegensetzen können, die auf unseren Straßen das Existenzrecht Israels leugnen und zur Vernichtung des Staates Israel aufrufen. Da muss der Rechtsstaat wesentlich klarer hinlangen können zukünftig. Wir wollen auch, dass die Sympathiewerbung für Terror wieder strafbar wird, weil es unerträglich ist, wenn für Terrororganisationen oder kriminelle Vereinigungen bislang straflos Werbung gemacht werden kann. Und wir brauchen eine Nachschärfung beim Landfriedensbruch, weil es nicht sein kann, dass sich manche hinter anderen verstecken und aus der Menge heraus Straftaten und Gewalt begangen wird. Das ist eine notwendige Abrundung, damit unsere Werte und unser Rechtsstaat handlungsfähig bleiben und dass wir dem nie wieder auch eine klare Grundlage in der Gesetzgebung schaffen. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung in den Beratungen zu unseren Anträgen. Nächste Rednerin ist Simona Kos für die SPD-Fraktion.